Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video, und zwar der Flexarm von, kann man es lesen, GoFoto? Ja, der passt so halt nicht ganz rauf, so passt er besser rauf. GoFoto hat mich gefragt, ob ich den in einem Video gerne mal zeigen wollen würde. Und ich habe gesagt, na klar, gerne, weil der kommt mir ganz gut gelegen mit dem Flexarm. Und da haben wir dann halt hier auch abgebildet für Handy, für Fotokamera, und dass er flexibel ist und wie sehr flexibel der ist. Und vor allen Dingen hier Handy. Für Fahrrad jetzt zum Beispiel. Müssen wir mal gucken, ob alles mit bei ist, was wir da brauchen. Und wie die Halterung ist. Man hat ja da auch Angst, dass das Handy dann vielleicht rausfallen könnte. Aber auch halt für meine große Kamera, für die Systemkamera. Gut geeignet. So. Oh, das Gummi fällt sich ganz gut an. Macht einen ordentlichen Eindruck. Oh, ich zeige euch das erstmal. Also für Handy ist mit bei. Hier haben wir was zum Stellen. Wir haben drei Füße. Unten halt abgerundet und auch Gummi. Also nicht Metall, das ist schon mal sehr gut. So, und dann gucken wir mal, wir können die jetzt hier, also ganz normal hinstellen, kennt ihr ja, aber wir können das jetzt zum Beispiel so machen. Oder wenn jetzt meine Hand jetzt einfach mal das Lenkrad ist. Oh. Das. Ah. Könnte man das halt gut rumwickeln ums Lenkrad. Aber wir gucken uns das jetzt erstmal mit der. Ja. Also ich würde es dann, wenn, dann mit dem roten nach unten machen. Und zwar so am Lenkrad befestigen. Obwohl, ist vielleicht dann doch so besser, wenn ich so habe, dass ich dann halt auch noch neigen könnte. So, jetzt müssen wir gucken, wie weit das fest ist. Ach, das wird so über die ganze Fläche festgemacht. Also die Kugel ist. Ach Gott. Also die ist wirklich fest. Weil da muss man auch immer aufpassen, wenn man so was hat, wo man das feststellt, wegen der Kugel, nicht jedes Handy ist leicht. Manche Handys sind ziemlich schwer. Und wenn das dann einfach hinten wegklappt, das ist dann halt doof, aber das macht einen guten Eindruck. So, dann können wir das hier raufschrauben. Und dann haben wir hier unser Handy. Da können wir das praktisch hier hoch machen. Und können unser Handy reinmachen und einen Fahrradstream machen oder so. Na gut, jetzt bei dem Wetter will ich keinen Fahrradstream machen. Schneit wie Hulle. Oder am PC-Tisch kann man das auch super festmachen. Oder wenn wir jetzt zum Beispiel hier bei meinem. Bei meiner Keylight-Halterung könnte man super rumwickeln und da eine Kamera festmachen noch zusätzlich oder so. Aber ihr seid ja darauf nicht angewiesen. Ihr könnt es ja auch einfach locker machen. So, dann könnt ihr praktisch. Ich habe hier unten was zum Schrauben. Ihr könnt dann aber auch so schrauben und die Kamera halt so festmachen und das halt praktisch so an Baum ran. So. Oder am Fahrrad oder was weiß ich. Und das Handy halt von vorne. Oder ihr lasst das halt komplett weg. Und habt dann halt hier zum Schrauben und macht dann da die Kamera rauf. Aber da würde ich euch was empfehlen. Da würde ich euch nicht sagen, macht die Kamera einfach so rauf. Ich habe da was. Ganz tolle Vorbereitung. Ich habe es natürlich nicht rausgesucht vorher. Ich Depp. Weil fällt mir gerade auch erst spontan ein, dass ich euch das
zeigen kann. Weil ich habe mir davon 5 Stück gekauft. So, und zwar empfehle ich euch von Ulanz. Die Schnellspannerplatten. Davon habe ich jetzt 6 Stück oder sowas in der Art. Ich habe die überall hier verbaut. Und kann meine Kamera jetzt überall ranmachen. Das heißt, so sieht es aus. Das ist jetzt die Unterseite. Hier oben ist ab. Hier war eigentlich eine Unterseite dran. Ne? Die habe ich für was anderes gebraucht, garantiert. Und das heißt, ihr macht euch diese Schnellspannerplatte. So sieht die aus. Unten an euer Stativ. Oben könnt ihr abmachen. Und dann holt ihr euch am besten mehrere davon und macht die an euer normales Stativ und an dieses Stativ ran. Und die Oberseite hier, also praktisch das hier, an die Kamera ran. Und dann braucht ihr nicht die Kamera jedes Mal hier raufschrauben. Und dann halt wieder wechseln oder so, weil dann habt ihr hier diese Platte und dann braucht ihr die Kamera nur raufklicken. Wenn ihr sie jetzt hier auf dem nicht wollt am Fahrrad, sondern ich sag jetzt einfach mal Fahrrad, sondern ihr wollt sie dann wieder hinterm PC-Monitor als für den Stream nehmen, dann einfach raufklicken. Und das ist super. Also kann ich euch echt nur empfehlen. Wenn ihr jetzt mehrere Stative habt, so wie ich, ist es halt das Beste. Die ist aber so richtig. Leicht, das hätte ich jetzt so nicht gedacht. Ist halt das Beste, um die miteinander zu kombinieren, ohne dass man halt jedes Mal hin und her. Also wenn ihr euch so ein Stativ holt und nur dieses benutzt, da ist es egal. Aber wenn ihr sagt, ich brauche dieses kleine fürs Fahrrad oder eine Küche an der Rohrleitung festmachen, wenn ich ein Kochvideo mache oder was weiß ich. Und sonst habe ich halt ein normales Stativ. Oder ich habe halt auch so wie jetzt hier, bei mir hängt es ja über den Tisch. Ja, und da habe ich schon alleine 2 Stück verbaut. Also ich kann jetzt die Kamera hier einfach abmachen, den 2 Knopf drücken, einfach drücken. Und dann ist die von dem Sockel los und dann mache ich sie auf das normale Stativ rauf. Und wenn ich sie da dann wieder hier rüber setzen will, einfach zack, bumm, und sie ist wieder dran. Und so habt ihr dann halt die Möglichkeit, müsst ihr dann halt natürlich, je nachdem wie viele Stative ihr habt, von diesen Dingern holen. Man kann auch, glaube ich, nur die Unterseite holen, aber ich brauchte teilweise Ober- und Unterseite für Ringlicht und für einige Sachen. Und ja, da holt ihr euch dann halt einfach mehrere und macht die Unterseite überall auf eure Stative rauf und die Oberseite mit unten an die Kamera ran und dann könnt ihr halt variiert überall mal ran machen. Da seid ihr dann eigentlich auf der sicheren Seite. Oder ihr, ja, oder wenn ihr denn so wie ich habe jetzt zum Beispiel, das ist jetzt die Unterseite, die Oberseite, was eigentlich an der Kamera rankommt. Ja, und die kann ich jetzt praktisch bei meinem Stativ raufklicken, weil ist ja das gleiche, was ich auch an der Kamera habe, kann ich raufklicken. Und hier fehlt jetzt die Unterseite, da hatte ich eigentlich eine Unterseite noch drauf und kann dann da die Kamera drauf machen und hätte dann praktisch auf dem Stativ raufgesteckt das Ringlicht und auf das Ringlicht die Kamera. Ja, so müsst ihr euch das in etwa vorstellen. Ist eine richtig gute Möglichkeit, um die verschiedene Sachen zu kombinieren und wenn man halt mehrere Stative hat. Aber egal. Wir gucken nochmal, wie doll biegsam das ist und ab wo. Das fängt hier oben schon an. Ab hier oben ist das schon biegsam. Also ihr könnt auch kleine Rohre nehmen und kriegt es straff. Das ist super. Achso, das ist nur, da kann man was durchfädeln. Das ist zum Ziehen oder so, das ist nur zum Fädeln. Und hier halt kriegt das locker. Ja, Platz sparen, zack, bumm. Dann passt die so super in eine Reisetasche. Aber ich werde auf jeden Fall das,
das für Handy dran lassen. Mir kommt jetzt ganz gut gelegen für Handy. Und ich denke mal in der Variante. Und zwar so. Denke ich mal ganz stark. So. Das soll es jetzt dazu auch gewesen sein. Ich werde die jetzt in der nächsten Zeit ein bisschen testen und mal überall ranmachen. Und gucken, inwiefern sie hält und auch vor allem von der Schraube. Ob sie die große Kamera, mit der ich jetzt gerade filme, die werde ich jetzt natürlich nicht nehmen, da werde ich den Camcorder ranmachen und gucken, ob der das dann hält oder ob das nach hinten weggeht und so. Da werde ich euch dann in einem späteren Video, ich weiß noch nicht, wie ich dazu komme, das Video zu bearbeiten. Vielleicht kommt auch gleich nach dem Video das Video schon, aber ich kann es halt noch nicht versprechen. So. Das soll es jetzt soweit gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefreut. Wenn es euch gefreut hat, Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ahoi. Sagt euer Odin.